Oh ja, Freund, heute ist so ein schöner Tag. Ein schöner Tag? Oh ja, du hast recht. Schau's dir an. Wir betrachten gerade die Aussicht auf den riesen Ozean. Und die Sonne scheint. Es ist so warm. Es ist Sommerzeit, Lea. Und das heißt, wir können zusammen schwimmen gehen. Warte mal, Uri. Wieso willst du mit mir schwimmen gehen? Was geht ab, Leute? Mann, schaut mal, ich habe einfach eine Angel dabei. Vielleicht angeln wir süße Schildkröten, Baby. Oh, das ist so eine gute Idee. Oh yeah, komm, Lea, wir angeln zusammen. Woohoo. Aber es ist doch Sommerzeit, es wäre doch viel schöner zu schwimmen. Naja, schade. Ja, und zack. Oh Mann. Warte mal, Lea, was habe ich hier bitte geangelt? Siehst du das? Hä, Oxy, zeig mal her, was ist das? Ist das eine Kartoffel? Ja, warte mal, bei mir ist ein echt harter Brocken. Zack, zack, zack. Wow, ich dachte, du hast einen Wal oder so geangelt. Du hast Sam Lucky geangelt? Freunde, was sollte das? Ich wollte gerade Fisch fangen. Okay, Sam Lucky. Fisch fangen tut man mit der Angel. Hey, Leute, wir haben einen Sam Lucky Fisch geangelt. Aber egal, Leute, komm mal jetzt hier. Sam Lucky ist erstmal egal. Was hast du für eine Kartoffel geangelt? Okay, ich habe auch absolut keine Ahnung. Die ist irgendwie grün und so. Hey, zeig mal her, zeig mal her. Freunde, warte mal. Wie heißt die? Kaka-Gammel-Kartoffel? Okay, schau mal. Hier liegen noch mehr Kartoffeln. Hier, Lea, hier ist noch eine für dich. Und da vorne ist eine für Sam Lucky. Hey, Leute, sollen wir die wirklich essen? Freunde, lasst mal jetzt alle ein Like da und ein Abo. Wenn ihr diese Kartoffel auch ein bisschen eklig findet. Ich finde die ein bisschen eklig. Die sieht doch nicht aus wie eine normale Kartoffel, oder nicht? Wenn ihr das auch findet, dann lasst jetzt alle ein Like da und ein Abo, Freunde. Und in 3, 2, 1 und... Wow, so viele. Okay, die Leute finden auf jeden Fall auch diese Kartoffel richtig eklig. Sollen wir die aber trotzdem essen? Oh ja, lass mal ausprobieren, Uri. Lass die einfach alle gemeinsam essen, okay? Okay, Freunde, da passiert schon nichts. Kommt schon auf 3, 2, 1 und... Was passiert hier, Freunde? Was ist passiert, Freunde? Hilfe, Ukri, wo bin ich hier? Was passiert mit dir, Oxy? Warte, was? Warte mal, Leute, wo sind wir denn hier bitte gelandet? Was ist ich das? Warte mal. So komisch aus. Ich glaube, wir sind am gleichen Punkt wie gerade eben. Nur, dass irgendwie alles komplett komisch aussieht. Was soll das hier sein? Soll das etwas Sand sein? Oh, ich habe absolut keine Ahnung, Ukri. Und was ist das hier? Das ist doch Zuckerrohr. Aber warum sieht das so komisch aus? Das sieht ja aus wie ein komischer Block. Ein Lego-Block. Oh ja, ganz genau. Finde ich auch. Warte mal, Ukri. Schau mal, was mit diesem Schwein hier abgeht. Warte mal, zeig mal. Das sieht ja voll komisch aus. Dein Ernst, Oxy? Und schaut euch mal an, wie seht ihr denn aus? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ukri, bei dir auch, Mann. Du siehst eh. Sieht aus wie Lego. Ich sehe aus wie Lego. Was, Freunde? Oh nein, sagt mir nicht, wir sind in irgendeiner komischen Lego-Welt und Minecraft ist überhaupt nicht mehr realistisch. Oh ja, ganz genau. Lass mal ausprobieren, ob wir die Schweine auch füttern können. Schweini, komm mal her. Warte mal, Ukri, schau mal, wie die Karotte aussieht. Ja, ich sehe es. Warte mal. Das ist doch nicht wirklich eine Karotte. Schau es dir an. Dort oben ist irgendwie das grüne Zeug an der Karotte und die Karotte ist einfach irgend so ein komischer Strich. Das ist so unrealistisch, Freunde. Sinn. Ja. Und hier, Schweinchen, das kannst du essen. Obwohl, ich habe auch Hunger. Ich esse das mal. Und, warte mal, es hat tatsächlich geklappt. Ich habe einfach irgend so einen komischen, grünen, orangenen Block gegessen. Oh Mann, wir können aber so nicht weitermachen. Lass uns direkt ins Villager-Dorf, damit wir die Villager fragen können. Oh ja, ihr habt recht, ihr habt recht. Oh Mann, Sam Lucky. Wir werden nie wieder richtig leben können, wenn wir in so einer komischen Lego-Welt bleiben. Nein, du darfst die Hoffnung nicht aufgeben. Für alles gibt es eine Lösung, Uri. Das weißt du ganz genau. Warte mal, Leute, was soll das hier sein? Das ist Gras und das hier sind irgendwelche Blumen. Was? Du hast recht, die sehen total komisch aus. Okay, Uri, lass uns ganz schnell ins Dorf gehen zum Wissenschaftler. Cracky. Oh ja, warte mal, ein Wissenschaftler? Stimmt, vielleicht kann der uns ja helfen. Was ist das hier? Das hier ist eine Tür. Leute, schaut euch das mal an, wie komisch das aussieht. Und das hier ist einfach eine Fackel. Das sieht nicht mehr aus wie Minecraft. Das sieht richtig unrealistisch aus. Was hat diese komische Kartoffel mit uns gemacht? Ich spüre die Strohbalken. Die sind komplett am Buggen. Nichts passt zusammen, Freunde. Was sind ist das? Was ist Minecraft das? Oder Playmobil? Ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, wirklich Lego. Einfach eine Lego-Welt. Oh Mann, wir müssen unbedingt zurückkommen. Und schaut euch das mal an. Das ist einfach Lava. Junge, wie sieht dann bitte sehr Lava aus. Leute, wo ist denn der Wissenschaftler, der uns wieder zurück in die andere Welt bringen kann? Ukri, meinst du etwa so einen komischen Typen, der aussieht wie ein Vogel?
Ein Vogel? Nein. Der hier, der beobachtet uns die ganze Zeit. Hä? Warte mal, du bist der Wissenschaftler aus dem Dorf? Oh ja, ganz genau. Ich bin der Wissenschaftler. Nee, warte mal, ich bin der Wissenkackler. Wissenkackler? Was? Oh Mann, kannst du überhaupt uns helfen, wenn du der Wissenskackler bist? Denkst du echt, dass ihr nochmal zurückkommt? Bei euch sieht die Welt total komisch aus. Hast du das denn nicht bemerkt? Oh nein, ich will unbedingt in die andere Welt zurück, in die realistische. Bitte sag mir. Ich auch, Mann. Ich auch. Und Simlucky auch bestimmt. Es gibt einen einzigen Weg zurückzukommen. Ihr müsst meiner Karte folgen. Die führt euch zur Realitätsfrucht. Zur Realitätsfrucht? Was? Hier ist die Karte. Wissenschaftler ist out. Soll ich jetzt erstmal kacken gehen? Was? Oh Mann, voll der Wissenschaftler ist echt verrückt. Aber Leute, schaut mal, ich habe hier eine Karte und ich glaube, wir müssen in diese Richtung. Nein, Ukri, wir müssen immer in die Richtung. Okay, Ox, ich folge dir einfach. Komm schon, Freunde, wir finden bestimmt diesen Schatz. Warte mal, Freunde, seht ihr das? Ich glaube, wir sind da. Oh ja, dort oben ist bestimmt der Schatz versteckt. Ukri. Schau mal, hier sind voll viele Schildkröten. Hallo, Schildkröten. Aber nicht nur Schildkröten, dort sind auch ganz, ganz viele Pilger. Ey, wir müssen aber aufpassen, nicht, dass uns die Pilger sehen. Ja, ganz genau. Aber warum sind die Schildkröten überhaupt alle aufeinander gestapelt? Was? Das habe ich gar nicht gesehen. Okay, geil, müssen aufpassen. Oh nein, vollste Pilger, was machen wir jetzt? Nein, ich glaube, wir müssen kämpfen. Was, kämpfen? Okay, komm her. Zack, zack, drauf da. Oh, aber Ukri, wo hat dich denn bitte die Schatzkarte hingeführt, Mann? Genau hier vorne hin. Okay, Leute, wisst ihr was, kämpft ihr? Ich gehe hier einfach durch. Zack, 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 schnell hier durch. Okay, hoch da. Oh Mann, Freunde, ganz bestimmt hier oben. Ja, hier ist eine Truhe. Hier ist bestimmt die Realitätsfrucht oder was auch immer versteckt. Und zack, 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 hier kommt jetzt niemand mehr rein. Jetzt sind wir sicher. Was ist mit Oxy und Lea? Oh, warte mal, den geben wir gleich, das, was wir gefunden haben. Und was ist hier drin? Okay. Einen Moment mal, eine neue Schatzkarte und Realitätswechsel? Was? Realitätswechsel? Leute, siehst du das? Könnt ihr bitte aufmachen? Ich und Lea, Mann, die kommen langsam. Sind die Pilger? Okay. Nein, das sind nicht die Pilger, sind Lucky. Das sind Oxy und Lea. Wir müssen da schnell hin. Mach komm schon. Schnell auf, macht schnell auf. Leute, ich komme. Oh nein, hier sind ganz viele Pilger. Hier sind ganz viele Pilger, Mann. Ach, komm schon, kriegen wir. Hier sind noch mehr. Leute, zubauen. Okay, zack. Ah, zum Glück. Okay, und wisst ihr, was wir jetzt machen, Freunde? Ich habe einen Trank. Realitätswechsel. Jeder von euch muss den trinken, okay? Realitätswechsel? Oh, was bringt der bitte, Ukri? Lass ihn einfach trinken. Bestimmt sind wir dann wieder in der Realität von Minecraft. Warte mal, werden wir dann wieder normal? Ja, das könnte sein, oder nicht? Stellt euch aber vor, es wird alles nur noch schlimmer. Egal, ich trinke den einfach. Und ich auch. Was passiert hier? Leute, sind wir wieder in der normalen Minecraft-Welt? Ist wieder alles realistisch? Nein, Ukri, sind wir auf keinen Fall. Wir sehen noch immer irgendwie komisch aus wie Lego-Steine. Was soll das irgendwie hast du recht, Ukri. Das ist immer noch nicht ganz normal, oder? Aber es sieht anders aus als davor. Schaut euch das an. Wow. Leute, schaut euch das mal an. Das ist einfach die Sonne. Wie sieht die denn aus? Ist das überhaupt noch Minecraft? Das ist aber eine ganz, ganz andere Welt als davor. Aber irgendwie sieht das aus wie eine Cartoon-Welt, oder nicht? Ich meine, wie ein Comic. Schaut euch die Sonne an. Wow, du hast recht, Ukri. Und schau mal, die Blumen, die sehen auch total anders wieder aus. Oh ja, du hast recht. Freunde, voll komisch. Und das Wasser. Wow, Leute, seht ihr das? Oh ja, ich sehe das. Und das sieht irgendwie schöner aus als vorhin. Ich bin zumindest ein klein wenig erleichtert, aber das ist immer noch nicht das normale Minecraft. Ja, ganz genau. Es ist noch immer nicht das normale Minecraft. Ey, Leute, wir müssen unbedingt was machen, um wieder ins normale Minecraft zu kommen. Um es realistisch wieder zu machen. Aber Ukri, du hattest doch eine Karte gefunden. Schau mal nochmal auf die. Vielleicht können wir wieder herausfinden, wo wir hin müssen. Und vielleicht finden wir dann wieder so einen Trank. Komm schon, Freunde. Okay, die Karte zeigt, wir müssten gleich da sein. Und irgendwie sieht das eigentlich schon schön aus, oder nicht? Schreibt mir in die Kommentare. Gefällt euch diese Welt? Ich meine, schaut mal, wie süß die Blumen aussehen und alles sieht so niedlich aus. Siehst du das auch? Okay, komm mal her. Was denn? Siehst du das? Wer hat da Pupsi hingemacht? Was? Das ist ein Maulwurf. Habt ihr gesehen? Wow, wie cool ist das denn bitte? Aber warte, Ukri, schau mal, das hier ist eine Diamantenrüstung, die sieht einfach aus wie dein Schlafanzug. Das ist eine Diamantenrüstung? Was? Ey, ich zieh mir die mal an. Wow, Freunde, ich liebe Diamanten, falls ihr noch nicht wusstet, Freunde. So, zack, 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 alles anziehen. Aber Ukri, weißt du, was mich echt besorgt? Hier lag gerade einfach so ein Creeper-Kopf rum. Schau mal, glaubst du, die Creeper sehen auch so aus? Was?
Junge, wie lustig. Das sieht total lustig aus. Oh, warte mal, ich hab ein Creeper-Ei. Ich platziere das einfach mal. Oxy, mach das lieber nicht. Und zack. Habt ihr es gesehen? Die Explosion sah richtig cool aus. Ich weiß, es war cool und so, aber wir müssen jetzt zurück ins richtige Minecraft. Aber irgendwie gefällt mir diese Welt. Wir können auch bei dieser bleiben, oder nicht? Nein, Leute, schaut mal, was hier vorne ist. Das ist eine Riesenburg. Leute, ich glaube, hier vorne nach der Karte müsste genau hier der nächste Trank sein. Denkst du echt, Ukri? Kommen wir dann wieder in die normale Welt? Ja, bestimmt. Komm schon, wir probieren das aus, okay? Okay, Freunde, hier lang, hier lang. Was ist das hier vorne? Sind das Wächter oder sowas? Oh Mann, wir müssen aufpassen. Okay, komm schon rein hier. So. Ich höre irgendwelche Stimmen. Oh nein, schau mal nach vorne. Seid ihr das etwa, Kinder? Hä? Okay. Warte, wer ist das denn? Mein Name ist Pillager King. Pillager King? Der sieht gefährlich aus. Der sieht gefährlich aus. Hey, du, die Karte hat uns hierher geführt. Oh Mann, hier sind so Riesenwächter. Und ein Wissenschaftler meinte, dass du auch so einen Trank hast, einen Realitätstrank. Oh ja, natürlich habe ich das, aber vorab, ihr seid also die vier Abenteurer, die durch die Realitäten reisen. Ja, aber das wollten wir eigentlich gar nicht. Aber hört mal zu, ihr seid hier immer noch beim Pillager-König, dem König des Bösens. Deswegen würde ich sagen, alle auf den Boden sofort. Leute, was hat der für eine Nase? Hey, lachst du gerade über meine Nase? Ja, ich meine, schau's dir mal an, die ist ja komplett krumm. Wer hat so eine große Nase? So, Kinder, ihr hört jetzt sofort auf, über mich lustig zu sein, okay? Wenn ihr unbedingt in eure Realität möchtet, dann müsst ihr erstmal ein Quiz richtig beantworten. Ein Quiz? Oh, habt ihr das gehört, Leute? Ja, müsst ihr machen. Also, hört mir zu, Kinder. Ein Quiz, hoffentlich ist es nicht allzu schwer. Oh ja, ich hoffe auch. Okay, Leute, das folgende Quiz. Was essen Pillager am liebsten? Ihr habt genau 3 Sekunden Zeit. Was? Wo sollen wir das wissen? Oh ja, ganz genau. Ich habe absolut keinen Plan. KP, Mann. Ich zieh das doch immer deine Maske an. Oh, stimmt. Ist es Antwort A? Pillager essen am liebsten Karotten. Antwort A, Karotten? Ich weiß es nicht, Leute. Denkt ihr, es ist Antwort A? Ihr müsst uns unbedingt helfen und es in die Kommentare schreiben. Okay, lass uns weiter zuhören. Ganz genau. Ist es Antwort B? Pillager essen am liebsten Kakaobohnen. Warte mal, Kakaobohnen? Nee, Leute, ich denke nicht, oder? Niemand isst Kakaobohnen. Das ist doch in Keksen drin. Stimmt. Ja, das isst man nicht einfach so roh. Und, oder ist es Antwort C. Pillager essen am liebsten Brot. Oh Mann, ich liebe Brot. Leute, der hat sich gerade selber verraten. Schaut mal, der isst gerade richtig gerne Brot. Leute, wisst ihr die Antwort auch? Ist es A. Karotten, B. Kakaobohnen oder Brot C. Brot ist das Beste, was es gibt. Brot. Okay, ihr schreibt es in die Kommentare, Freunde. Schnell, schnell, schnell. A, B oder C. Oh Mann. Brot, ach herrlich. Ihr habt 3 Sekunden Zeit, Freunde. Okay, aber wir haben auch nur 3 Sekunden Zeit. Also, wir haben eine Entscheidung zu treffen, Leute. Ich bin mir sicher, dass es Brot ist. Und ihr? Ich glaube auch, dass es Brot ist. Ganz bestimmt. Ja, es ist glasklar. Okay, ich sage es. Manipulieren. Hör zu, König Pillager. Es ist Brot. C. Woher wusstet ihr das denn? Das ist richtig. Bedient euch an meiner Kiste. Ich gehe so lange Brot essen. Okay. Schaut euch das an, Freunde. Hier ist die Truhe. Warte mal, Kugelfische? Was ist das denn bitte, Yukri? Lasst uns den einfach essen. Oder nicht? Na, aber warte, Ukri, die sind doch mega ekelhaft. Ekelhaft? Na gut, Leute, wir müssen ja in die Realität zurück. Lasst jetzt alle Like da und wir essen diesen Kugelfisch. Kommt schon, Freunde. Und. Mein Kopf. Oh, was ist denn jetzt passiert? Oh Mann, Simlucky? Wie siehst du denn aus? Ist das wohl mein wahres Gesicht? Warum sieht alles so realistisch aus? Oh nein, das ist doch nicht wirklich ein wahres Gesicht. Du siehst aus wie Steve. Stopp mal kurz. Ja, ganz genau. Das ist nur eine Maske. Oh, perfekt. Jetzt sieht mir richtig los. Leute, seht ihr das? Hier ist alles komplett. Hier sieht alles super realistisch aus, oder nicht? Ja, ganz genau. Schaut euch mal die Ketten an und die Lampen da dran und einfach alles so zusammen. Das sieht so cool aus. Ich schau mir meinen Fisch an, Mann. Hört dein Fisch? Was? Das sieht ja einfach aus wie ein richtiger Fisch. Und seht ihr diesen Apfel in meiner Hand? Oh nein, Der sieht ja noch echt aus wie ein echter Apfel. Der sieht komplett realistisch aus, der Apfel. Wow. Okri, schau dir die Wassermelone jetzt auch noch an. Einfach eine Wassermelone, wie im Real Life. Das ist eine echte Wassermelone. Ey, Leute, wie sieht eigentlich Fleisch aus? Warte mal, schau mal, wie das Fleisch aussieht. Warte mal, das Fleisch?
wie sieht das denn aus? Das sieht aus wie ein richtiges Endesfleisch. Leute, es reicht mir. Stopp, stopp, stopp. Ich gehe mit der Enderperle in unsere normale Welt. Haut rein, zeig Leute, mal. Mann. Nein, 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 zeig mal die Enderperle. Wow, die leuchtet so richtig schön. Oh, du hast recht. Und schau mal, das vom Nether habe ich auch. Das leuchtet auch so wunderschön. Wow. Wie cool ist das denn bitte sehr? Oh, mein Freunde. Ein Verzauberungsbuch. Schau mal hier und schau mal das. Oh, wow, das ist eine Feuerkugel oder was? Und das ist ein Spinnauge. Schau mal das Auge, das ist ein realistisches Leute, Leute, aber wir dürfen nicht vergessen, wir müssen doch ins normale Minecraft zurück, oder nicht? Ja, du hast recht, Ukri. Naja, Ukri, pass mal auf, wenn das jetzt hier schon so realistisch ist, was denkst du, wird gleich passieren? Oh. Werden wir dann... Ukri, komm mal bitte her, hier ist einfach ein dreckiges Schwein. Was, ein Schwein? Wow, wie siehst du denn aus, Schweinchen? Ah! Oh nein, hä? Was ist das denn? Oh nein, Mekki! Ukri, du fliegst, Bro! Oh ja! Okay, Mekki, Mekki, Mekki! Oh Mann, Leute, das ist hier richtig gefährlich! Ukri, hier sind ganz viele Zombies! Oh nein, oh nein, oh nein! Leute, wie sehen denn bitte sehr die Zombies aus? Ich hab absolut keine Ahnung, Mann! Ah! Oh Mann, wie schrecklich! Leute, warte mal, seht ihr... Was ist das bitte für eine Welt, Ukri? Seht ihr das? Hier vorne sind einfach Wellen! Wellen in Minecraft? Wow, das sieht aber schön aus. Oh, Leute, das ist einfach komplett realistisch. Egal, wir müssen jetzt einfach wieder zurück in unsere Welt. Das ist ein bisschen übertrieben, Leute. Seht ihr, wie gruselig die Zombies aussehen? Oh ja, und warte, schau mal, wie mein Schwert aussieht. Was, ey, das sieht einfach komplett realistisch aus. Oh Mann, Leute, ich würde voll gerne in dieser Welt bleiben. Aber wir müssen zurück, okay? Oh ja, ich auch. Okay, Leute, lasst uns einen Weg in die Freiheit buddeln. Leute, das ist zu realistisch. Das ist zu realistisch. Wenn man hier was abbaut, dann stürzt alles ein. Genauso wie in echt. Ukri, ich muss hier irgendwie raus, Mann. Leute, das bröckelt dort einfach runter. Genauso wie in echt. Oh, warte, Leute, schaut mal, was ich hier unten gefunden habe. Goldäpfel? Oder was soll das sein? Zeig mal her. Wow. Seht ihr das? Wie sieht der denn aus? Der ist ja maximal realistisch, oder nicht, Ukri? Oh ja, genauso würde ein Goldapfel in echt aussehen. Und was ist das hier in meiner Hand überhaupt? Schaut mal, wie witzig das aussieht. Was soll das sein? Hä? Leute, ist das etwa ein Totem? Was? Ein Totem? Ukri, damit kann man sich ja wiederbeleben. Wie cool ist das denn? Ja, ganz genau. Das sieht einfach aus wie... Oh Mann, ich weiß selber nicht, was das ist. Alter, das sieht echt nicht gesund aus. Das sieht echt ein bisschen aus wie... Naja, du weißt schon, das, was Lea nicht hat. Maxi, warte, was redest du? Naja, ich würde sagen, das sieht auch ein bisschen aus wie Simlucky, oder nicht? Naja, ein bisschen schon. Lucky one. Okay, Leute, wartet mal. Hört ihr das? Hä? Warte mal. Ja, du hast recht. Woher kam das? Hilfe! Ich brauche Hilfe, bitte. Ja, da braucht jemand Hilfe, oder nicht? Habt ihr das gehört? Oh ja, ich habe es ganz klar und deutlich gehört. Ukri, ich glaube, das kam von hier unten, oder nicht? Hör mal genau hin. Oh nein, dort vorne ist ein Kerker, oder was ist das? Ein Keller? Irgendwas ist dort unten. Leute, ich glaube, der König Pillager, der hat dort jemanden gefangen genommen. Wir müssen dort auf jeden Fall hin, ja, ganz genau. Oh nein, oh nein, oh nein, Ukri, nicht mit mir. Das ist mir viel zu gefährlich. Nein, Leute, wir müssen ihn retten. Ich meine, der braucht unsere Hilfe. Okay, wisst ihr was? Wir können ins Wasser springen und da passiert schon nichts. Oder denkt ihr, weil das realistisches Minecraft ist? Weil, Freunde, wenn das Wasser so niedrig ist in Real Life, dann bekommt man auf jeden Fall Schaden. Sieh, du bist doch eine Schildkröte. Warum versuchst du dich einfach auf dein Panzer zu springen? Leute, ich gehe voraus. Ich hab das runter. Es hat geklappt. Hast du es geschafft? Okay, alles sicher bei dir? Oh ja, alles sicher. Oh Mann, schaut euch das an. Das ist einfach Real Life Minecraft. Und ich komme auch. Zack, perfekt. Hallo. Oh Mann, Leute, wir müssen auf. Ist das hier ein Amboss? Leute, das sieht aus wie richtig echtes Eisen. Richtig echt. Du hast echt, Ukri, schau mal, das ist einfach Axolotl im Wasser. Was? Zeig mal her. Wow, Lea liebt ja Axolotls. Ey, Leute, aber schaut euch das mal an. Wenn man ins Wasser geht, dann kommen da einfach solche Wellen, so ganz kleine. Merkt ihr das? Wie cool ist das denn bitte? Und schau mal, wenn ich tauche. Blub, blub, blub. Schau mal, Ukri, hier ist ein Seerosenblatt. Und guck mal, wenn ich da drauf springe, dann fällt es einfach runter. Und guck mal, wie das aussieht. Oh, wie cool, Ukri. Da kann man einfach wie eine Rutsche das Ganze benutzen. Da ist sogar Wasser drauf. Aber Leute, wir müssen uns drauf konzentrieren. Hier vorne braucht jemand unsere Hilfe. Habt ihr das nicht gehört? Okay, hört zu, Leute. Operation Hilfe ist angesagt. Wir bleiben alle ganz dicht zusammen. Was ist dort oben? Sind das etwa Leuchtbeeren? Wow. Die kann man essen. Und die sehen richtig cool aus. Schau mal. Die sind total lecker, Ukri. Das sehen aus wie Mirabellen, oder nicht? Leute.
Leute, kommt mal ganz schnell zu mir. Hier sind irgendwie Falltreppen oder Falltüren oder so. Pass auf, nicht, dass ins Wasser fällt. Aber schaut mal, wie realistisch diese Falltüren aussehen. Wow, man kann die einfach bewegen. Fällt da wirklich rein? Ja. Ah, oh nein. Hilfe. Leute, schnell weiter. Hilfe, Leute, hier vorne bin ich. Hört ihr das? Oh nein. Okay, ey, Leute, geh da nicht so schnell rein. Hab ich meinen Bogen dabei. Was? Pass auf, Mann. Guck mal, wie realistisch der Bogen auch aussieht. Schieß mal mit dem. Okay, warte, Sam Lucky. Wir nehmen einfach mal dich als Objekt. Ja, und zack. Oh. Wow. Schau, wie das Pfeil aussieht. Oh, Mann, das sieht alles so realistisch aus. Okay, lass uns auf jeden Fall aufpassen. Ist das etwa eine? Leute, was ist das denn hier? Hat der das bestimmt da drin? Was ist das? Da vorne ist. Ich glaube. Leute, das sind Wither-Skelette? Nein, niemals. Leute, was? Was ist das hier vorne? Leute, schaut mal, die Kette, die bewegt sich ja voll, wie realistisch. Nein, schau mal, das hier vorne. Was ist das? Leute, nicht berühren. Wurden schlimme Sachen gemacht. Okri, schau mal, hier vorne ist so ein Hebel. Ich drück den mal um und zack. Nein, Oxy, mach das nicht. Warte mal, mach die Tür auf. Schleim! Oh Mann, wir müssen aufpassen. Was ist das hier vorne? Hallo, bist du hier irgendwo? Was ist das hier? Skelette? Okay. Was ist das denn? Sind das etwa Hexen? Oh Mann, Freunde, nicht hinschauen. Das sieht so gruselig aus. Bist du hier drin? Okri. Aber wer hat denn diese ganzen Tiere hier eingesperrt? Das sind keine Tiere. Das sind ganz normale Minecraft-Monster. Oh aber die Mann, sehen... diese arme Schildkröte. Komm raus. Das ist keine Schildkröte. Das wäre eine Schildkröte. Oh nein. Wow. Was ist mit der passiert? Verrottetes Fleisch. Leute, schnell die Tür wieder zumachen. Oh Mann, warte mal. Was? Steve? Bist du der Hilfe braucht? Ja, ich bin das. Ich wurde eingesperrt. Schau mal, wie komm raus. Oh Mann, schnell. Danke für das verrottete Fleisch, aber ich hab nur Mann gegessen. Schaut mal hier vorne, Orks, diesem Lucky. Das ist Stevie, ey, wir haben dich gerettet. Alles gut bei dir? Stewie, oh Mann, der Arme. Leute, als Dank, dass ihr mich gerettet habt, gibt es einen Trank, bitteschön. Oh, danke schön. Orks, wow. Was ist das denn? Hm? Ich habe absolut keinen Plan. KP, Bro. Stevie, was ist das denn? Das ist der Realitätstrank. Ich muss jetzt los. Okay, so sieht also Steven echt aus. Na gut. Okay, Freunde, also ich würde sagen, wir werfen jetzt noch einmal diesen Trank und mal schauen, was funktioniert. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt irgendwie noch realistischeres Minecraft haben. Dann weiß ich nämlich gar nicht mehr, was passiert. Komm schon, und wir werfen den, Freunde, auf 3, 2, 1, abonnieren, liken und zack. Okay. Wow! Wo bin ich hier, Freunde? Oh Mann. Oh, warte mal. Wie sieht das denn aus? Ist das? Ein Moment mal. Minecraft sieht ja so realistisch aus. Das ist der Himmel. Oh wow, Freunde. Wartet mal. Oh Mann, Freunde, das ist ja sowas von cool. Und das Gras, das sieht so realistisch aus. Wow, ich habe sogar meinen blauen Anzug. Wow, wie cool ist das denn bitte sehr, Freunde? Warte mal, wo sind Sim Lucky, Oxy und Lea? Ich frag mich echt, wie die aussehen. Leute, was mache ich denn jetzt? Sim Lucky, Oxy und Lea, die sind überhaupt nicht da. Und ich frag mich halt ehrlich, wie die aussehen. Und warte mal, wie sieht mein Gesicht aus? Einen Moment mal, wer ist das dort vorne? Ist das etwa Sim Lucky? Hä, Freunde? Ich geh mal rüber dort. Seht ihr das? Das ist Sim Lucky. Schnell dorthin. Was passiert hier? Alles gut bei dir? Komm, ich helfe dir hoch. Komm hoch, Sim Lucky. Alles gut bei dir? Ein Creeper. Ich bin kein Creeper. Pass auf. Was ist denn hier los? Ich weiß es nicht. Wir sind hier, glaube ich, in einem richtig realistischen Minecraft. Ich meine, schau's dir an, wie schön es aussieht. Wow, und die Sonne scheint so schön. Ist das überhaupt noch Minecraft? Ey, Leute, wisst ihr, wo wir hier sind? Das sieht richtig super realistisch aus, oder nicht? Warte mal, dort vorne ist ein Wohnwagen. Wir müssen hier durch das Gras. Ich geh voraus. Okay. Was machst du denn? Warte mal, Freunde, seht ihr das? Ein Skelett, oder? Was machen wir jetzt? Wir müssen es erledigen. Okay, komm. Wie cool ist das bitte sehr? Und Sam Lucky, wo sind eigentlich deine roten Hosen? Da habe ich Pupsi reingemacht. Schau dir das an. Hier vorne sind einfach richtige Blätter.
Wow, cool. Wow, wie cool ist das denn bitte? Wow, komm mal mit, komm mal mit. Und zack, zack. Oh Mann, schau dir das mal an, Simlaki. Das sieht einfach so schön aus. Richtig schöne Blumen. Das Erste, was wir brauchen, ist Holz. Also lass uns einen Baum finden. Ja, schau mal dort vorne, da ist ja ein Baum. Sollen wir den versuchen abzubauen? Komm schon, ich werde den Baum abbauen. Hä, wieso klappt das nicht? Oh Mann. Leute, ich glaube, das funktioniert nicht. Denkt ihr, wir können einen Baum abbauen mit unseren Fäusten? Ich werde es trotzdem schaffen. Warte, ganz ruhig, Simlaki. Und zack. Freunde, schaut euch das mal an. Ich habe einfach ein Holzschwert gefunden. Damit können wir auf Nahrungssuche gehen. Oh ja, wir brauchen Essen. Ja. Ganz genau. Mit einem Holzschwert kommen wir leichter an Essen. Und jetzt werden wir ein Tier erledigen. Warte mal, dort vorne ist ja schon jemand. Ey, du da. Oh nein, das ist ein Zombie. Leute, wir müssen drauf da. Komm her. Ich komm schon, wir kriegen dich. Komm her. Oh Mann, Leute, schaut euch das mal an. Wir haben jetzt einfach eine Holzspitzhacke erstellt. Simlaki, zeig mal her. Ja, mein Holzspitzhacke. Ja, Leute, damit werden wir jetzt Stein abbauen. Schaut mal dort vorne. Dort, diesen Stein bauen wir jetzt ab. Denkt ihr, das funktioniert? Okay, kommt schon, Leute. Wir probieren, ob das klappt. Simlaki, denkst du, das klappt? Was passiert da? Es klappt nicht. Freunde, schaut mal dort vorne. Das ist einfach echtes Wasser. Lass mich mal probieren. Also, okay, komm, probieren. Oh Mann, wir müssen auf jeden Fall wieder zurückfinden, weil irgendwie ist das hier voll schrecklich. Ey, Wasser! Wasser! Süßwasser! Okay, Freunde, aber wir dürfen nicht vergessen, unsere Mission ist es, Lea und Orksi zu finden. Okay, wir müssen weitersuchen, okay? Komm mit, Simlaki. Freunde, wir werden jetzt super, super stark, um den Enderdrachen zu besiegen. Komm schon! Und... Enderdrache, komm her, Junge! Freunde, ich hab was richtig, richtig Cooles gefunden. Schaut mal hier vorne. Ich glaube, das ist einfach eine Villager-Hütte. Und dort leben bestimmt solche Bewohner drin. Ich würde sagen, ich gehe dort jetzt rein. Simlaki, bleib du mal dort vorne, okay? Also, ich gehe jetzt dort rein, okay? Und komm schon auf 3, 2, 1 und... zack! Und rein da, zack! Warte mal, wer bist du denn? Ey, was hast du für eine dicke Nase? Kann ich mal... tut mir leid. Nicht böse werden. Und zack! Was passiert mit dir? Wo bin ich hier wieder? Warte mal, es hat geklappt. Leute, da seid ihr ja. Oh ja, yeah, okay, ich glaube, wir sind wieder in der normalen Welt. Oh ja, wir sind in der normalen Welt. Simlaki, ihr wisst gar nicht, was gerade passiert ist. Ich war einfach mit Simlaki in echt. Also, ich war gerade einfach in Real Life mit Simlaki. Wie? Du warst mit Claire irgendwo anders. Oh ja, ganz genau. Wir waren in einem Restaurant. Es war super, super lecker. Was? Ihr wart im Restaurant und wir waren irgendwo in der Natur. Okay, egal. Ich würde sagen, Freunde, wir sind jetzt wieder in normalen Minecraft. Ist euch aufgefallen? Ja, wie cool. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Schaut unbedingt bei meinen Freunden Simlaki, Ukri und Leia vorbei. Ganz genau, Freunde. Schaut bei meinen Freunden vorbei. Und warum macht Orks immer eine Abmoderation? Aber wie gesagt, Freunde, lasst unbedingt ein Like da auf dem Video. Abonniert den Kanal, damit wir die 100.000 Abonnenten schaffen. Und jetzt würde ich sagen, drückt auf die nächste Folge in 3, 2, 1 und zack.